Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich überbringe euch die Grüße aus dem befreundeten Nachbarlandesverband Hessen, auch die Grüße vom Landesvorstand, der heute tagt, deshalb haben sie mich geschickt. Und ich freue mich, hier zu sein und natürlich kann ich auch schon ankündigen, dass wir euch natürlich auch in diesem Wahlkampf unterstützen werden, so wie ihr uns immer unterstützt habt. Und so wie wir euch in der Vergangenheit unterstützt haben, bei uns ging es um den Einzug in den Landtag, das haben wir ja viermal erfolgreich geschafft. Bei euch geht es darum, die als stärkste Kraft auch in den neuen Thüringer Landtag einzuziehen und dafür wünsche ich euch natürlich allen Erfolg. Und weil Daumendrücken nicht hilft, werden wir natürlich auch dieses Mal wieder mit vielen Hessinnen und Hessen herkommen und euch helfen, Briefkasten mit Flyern zu bestücken, zu plakatieren und was sonst noch alles zu tun ist. Darauf freuen wir uns schon und das werden wir natürlich auch diesmal wieder machen. Wir alle haben Anfang des Jahres nach Thüringen geschaut, gespannt und mit einigem Entsetzen. Dass CDU und FDP mit den Stimmen der AfD einen Ministerpräsidenten ins Amt wählen, das ist ein Dammbruch nach rechts gewesen. Und dass diese Entscheidung korrigiert wurde, das ist auch den vielen Menschen zu verdanken, die in Thüringen und bundesweit auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, paktieren mit Faschisten darf nicht zur Normalität werden. Und ich denke, wir waren alle, nicht nur hier in Thüringen, sondern die gesamte Partei, stolz auf Susanne, die mit ihrem Blumenwurf ein so großes Zeichen gesetzt hat und ein wirklich antifaschistisches Symbol damit gesetzt hat und so viele aus den Herzen gesprochen hat durch das Bild, das du da geschaffen hast. Und deshalb ist es großartig, dass diese Entscheidung korrigiert wurde und Bodo Ramelow wieder ins Amt des Ministerpräsidenten gewählt werden konnte. Die Gefahr von rechts wächst. Rechter Terror hat in Deutschland eine lange Kontinuität, aber gerade sehen wir, wie der rechte Terror enorm zunimmt. Wir haben vor einigen Tagen hat sich der erste NSU-Mord zum 20. Mal gejährt. Wir haben in Untersuchungsausschüssen in Thüringen, in Hessen, im Bund, in vielen anderen Bundesländern versucht, die Geschichte des NSU und die Rolle des sogenannten Verfassungsschutzes dabei aufzuklären. Aber wir haben auch erlebt, dass der rechte Terror nicht gestoppt wurde. Halle, der Mord an Walter Lübcke, Hanau, Wächtersbach. Und das zeigt, dass die Gefahr nach wie vor so groß ist. Und ich will es mal sagen mit den Opferfamilien von Hanau, die gesagt haben, Hanau darf nicht eine weitere Station des rechten Terrors sein. Hanau muss die Endstation sein. Gerade haben wir gehört, dass es in NRW 30 weitere Einzelfälle gibt von rechten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Wir haben das auch in Hessen erlebt, Stichwort NSU 2.0. Martina ist ja auch davon betroffen. Wir erleben, dass es rechte Netzwerke gibt in der Gesellschaft, aber dass diese rechten Netzwerke eben reinreichen bis in die Sicherheitsbehörden. Und deswegen das Erste, was aufhören muss, ist dieses unsägliche Gerede von Einzelfällen. Nein, es sind keine Einzelfälle. Wer die Strukturen nicht erkennt und die Vernetzung in der militanten Neonazi-Szene nicht erkennt und die Verästelung bis rein in die Sicherheitsbehörden immer als Einzelfälle abtut und Studien darüber verhindert, der nimmt das Problem nicht ernst. Und das Erste, was wir machen müssen, ist, das Problem zu erkennen, damit man endlich auch rechte Terror und rechte Gewalt bekämpfen kann, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb, natürlich müssen wir über die AfD reden und über die Rolle von Faschisten wie Höcke. Aber wer über Rechtsaußen spricht, darf über den Rassismus der sogenannten Mitte nicht schweigen. Und es waren eben die Seehofers, die Migration ist die Mutter aller Probleme. Es waren die Scheuers und die Söders, die in den letzten Jahren die Stimmung vergiftet haben, die Wahlkampf gemacht haben auf dem Rücken von Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten.
Und deshalb, wenn wir Rechtsaußen bekämpfen wollen, dann müssen wir auch den alltäglichen Rassismus bekämpfen, die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, Racial Profiling. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen sich als Menschen zweiter Klasse fühlen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb finde ich, angesichts dieser wachsenden Gefahr von rechts, aber auch angesichts der Krisen, die wir gerade erleben, muss die Linke die Solidarität in den Vordergrund stellen. Und die Solidarität muss an erster Stelle stehen. Solidarität mit den Corona-Verlierern, mit den Menschen, die Einkommenseinbußen hatten, weil sie seit Monaten in Kurzarbeit sind, die als Leiharbeiter ihre Jobs verloren haben, die als Minijobber gefeuert wurden, die vielen Solo-Selbstständigen und Kulturschaffenden, die man versucht, mit Grundsicherung und Hartz IV abzuspeisen und keine Perspektiven gibt. All die Menschen, die um ihre Existenzen kämpfen, wie zum Beispiel die Beschäftigten bei Norma. Bei Norma, wo in Gerbershausen hier in Thüringen ein kompletter Standort geschlossen werden soll und bei uns in Hessen, in Maintal, 150 Stellen abgebaut werden sollen. Und ich finde, da müssen wir sehr deutlich machen, es ist nicht hinzunehmen, dass Unternehmen die Corona-Krise missbrauchen, um Beschäftigung abzubauen und um Menschen zu entlassen. Und ich finde es toll, dass die IG Metall und die Beschäftigten an beiden Standorten so solidarisch gemeinsam kämpft. Und ich denke, wir sollten deutlich machen, die Linke in Thüringen und in Hessen steht an ihrer Seite. Wir kämpfen um diese Jobs, weil es keine Kostenfaktoren sind, sondern es sind Menschen, um die es hier geht, um Existenzen und um Familien. Und an deren Seite stehen wir, wenn sie um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpfen. Wir sind solidarisch mit den Mieterinnen und Mietern, weil Wohnen ein Menschenrecht ist, weil Mieten gedeckelt werden müssen und weil Immobilienkonzerne wie Vonovia enteignet werden müssen, weil sie eine alltägliche Enteignung der Mieterinnen und Mieter betreiben. Die soziale Spaltung darf nicht immer weiter zunehmen durch die Corona-Krise. Und gerade jetzt werden ja so viele Probleme deutlich, die wir vorher schon gekannt haben. Also über Pflegenotstand reden wir ja nicht seit Corona. Davor warnen Pflegekräfte und Verdi schon seit Jahren. Oder der bauliche Zustand von Schulen. Dass man Schulen oft daran erkennt, dass sie das marodeste Gebäude des Stadtteils sind, ist auch keine neue Erkenntnis. Dass wir massive Probleme haben bei Investitionen in die Infrastruktur. Das ist durch diese Krise so deutlich geworden, aber die Probleme gab es vorher schon. Und ich will auch eines noch sagen, was auch Susanne angesprochen hat. Ja, Solidarität ist unteilbar. Und Solidarität bedeutet eben auch, solidarisch zu sein mit den Menschen in Moria und in anderen Flüchtlingslagern, die unter unmenschlichen Bedingungen leben. Und in Thüringen hat man eben gesagt, wir würden Flüchtlinge aufnehmen. Und so viele Kommunen haben gesagt, wir nehmen Flüchtlinge auf. Und es ist Horst Seehofer als Innenminister, der das verhindert. Und ich sage euch, ich kann das Gerede von der europäischen Lösung nicht mehr hören. Weil die europäische Lösung ist eine faule Ausrede, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Und es ist eine organisierte Katastrophe. Eine Katastrophe, die die Staaten der Europäischen Union organisiert haben, weil es Folge ist ihrer Abschottungspolitik, dass immer mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken und Menschen unter erbärmlichen Zuständen im Dreck leben, ohne Gesundheitsversorgung und ohne irgendeine Perspektive. Und auch an der Seite dieser Menschen müssen wir stehen, weil Solidarität unteilbar ist und weil sich der Kampf um gleiche Rechte und für soziale Gerechtigkeit überhaupt nicht voneinander trennen lässt. Und natürlich muss die Linke auch die Partei des Klimaschutzes sein. Natürlich gehen wir mit Fridays for Future auf die Straße und kämpfen dafür, dass endlich der Klimaschutz ernst genommen wird und ein sozial-ökologischer Umbau erfolgt. Aber wir wissen auch, wenn wir Klimaschutz durchsetzen wollen, müssen wir die Macht- und Eigentumsverhältnisse verändern. Weil solange Konzerne daran verdienen, an der Kohle, solange sie daran verdienen, an der Agrarindustrie, so wie sie heute ist, und solange die Automobilkonzerne nicht in die Schranken gewiesen werden, so lange wird sich nichts ändern. Und deshalb muss man bereit sein, sich mit denen anzulegen, wenn man wirksamen Umwelt- und Klimaschutz erreichen will, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will zum Schluss kommen. In diesen sich verschärfenden Krisen brauchen wir so etwas wie einen Pol der Hoffnung von links. Und das muss die Linke sein. Die Linke muss die Partei sein, die Partnerin und Sprachrohr für alle die sind, die nicht auf der Sonnenseite dieses Systems stehen.
Menschen, die Hartz IV beziehen oder kleine Renten, die in Armut leben und sich ihrer Armut schämen. Diese Menschen müssen in uns auch eine Stimme finden. Die Linke muss eine Partei sein, die konkrete Kämpfe unterstützt, auch um die kleinste Verbesserung. Aber die Linke muss auch die Partei sein, die sagt, wir sind eine antikapitalistische Partei und wir wollen eine grundsätzlich andere Gesellschaft, in der nicht 10% der Menschen 2/3 des Vermögens besitzen, in der nicht bei der Geburt eines Kindes schon klar ist, welche Bildungschancen es hat. Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben und in der alle Menschen in Würde leben können. Und das müssen wir als Linke erreichen, als aktive Mitgliederpartei. Und da finde ich, gerade in diesem Bereich haben Katja und Bernd in den letzten Jahren Herausragendes geleistet. Sie haben die Linke zu einer aktiven Mitgliederpartei mitgestaltet, die kampagnenfähig ist, die verankert ist. Und ich glaube, daran müssen wir ansetzen, das weiter fortzuführen. Dass die Linke eine Partei ist, die vor Ort verankert ist, in den Stadtteilen, noch viel stärker als heute, in den Mieterbündnissen, in den Gewerkschaften, in den Flüchtlingsinitiativen. Und ich denke, so eine Linke brauchen wir, die konkrete Verbesserungen erkämpft, aber gleichzeitig auch deutlich macht, wir wollen eine grundsätzlich andere Gesellschaft. Und wir haben eine Vision davon, wie es ganz anders funktionieren kann. Und so eine Linke wünsche ich mir in Thüringen, in Hessen und auch im Bund. Vielen Dank.